Hallo liebe Deutschlernende, ich bin's Marco und das ist der Regen. Es regnet gerade. Ja? Und man könnte meinen, es ist gerade schlechtes Wetter, aber es ist wirklich schlechtes Wetter, denn der Regen kann auch sehr angenehm sein. Es kann eine tolle Erfahrung sein, im Regen unterwegs zu sein. Und es gibt dieses Sprichwort, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur unangemessene Kleidung. Es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ja, oder unangemessene Kleidung. Kleidung, die nicht passend ist. Kleidung, die nicht passt. Und wenn ich jetzt hier, jetzt bin ich sehr leicht bekleidet und wenn ich jetzt nur mit einem Hemd in den Regen gehen würde, dann hätte ich, dann laufe ich Gefahr, mich zu erkälten. Ja, ich laufe Gefahr, mich zu erkälten. Es ist ein bisschen gefährlich, weil ich mich erkälten kann. Und oder mir wird sehr schnell kalt, mein ganzes Hemd wird nass und ich friere, dann ist es nicht das Wetter, das schlecht ist. Das Wetter ist nicht schlecht, meine Kleidung ist schlecht. Wenn ich mir jetzt aber eine warme Jacke anziehe und rausgehe, dann ist das Wetter nicht so schlimm. Und ich war gerade, das sieht man nicht, aber meine Jeans ist noch ein bisschen nass. Meine Jeans ist ein bisschen nass, weil ich gerade draußen war. Ich war mit meiner Jeans draußen. Ich hatte eine Jacke an. Und deswegen ist mir nicht kalt gewesen. Und alles war total angenehm und toll. Und dann hat mich das Wetter gar nicht groß gestört. Und es war eigentlich kein schlechtes Wetter. Obwohl ich mir natürlich auch gewünscht hätte, wenn die Sonne scheint. Aber es ist wichtig, sich nicht einfach Dinge als schlecht zu bezeichnen oder Dinge negativ zu sehen, wenn man sie auch positiv sehen kann. Und was war es? Es ist einfach nur Wasser kommt vom Himmel. Ja? Wasser kommt vom Himmel, das ist wahr. Aber ob es schlecht ist oder gut, das ist alles unsere eigene Interpretation. Ja? Unsere eigene Interpretation. Und das Wetter ist, was wir daraus machen. Ach genau, was ich euch noch erzählen wollte über das Wetter. Ne? Als Kind hat man da auch eine ganz andere Sichtweise auf das Wetter. Ja? Als Kind sieht man die Dinge auch ganz anders. Und da gibt es eine Geschichte, die ich mir gemerkt habe aus meiner Kindheit. Eine Geschichte, die mir in Erinnerung geblieben ist. Sie ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist, wie wir als Kinder auf dem Zeltplatz waren. Also im Wald, wir waren im Wald und es hat ganz stark geregnet. Ja, es hat sehr, sehr stark geregnet. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns einfach eine Badehose angezogen. Ja, es hat geregnet, aber es war warm. Okay, also es war warm. Also haben wir uns eine Badehose angezogen und sind hinaus in den Regen und haben in dem Regen gespielt. Sind in Pfützen gesprungen. Ja, Pfützen, hier sieht man keine Pfütze, aber Pfütze, vielleicht hier, Pfützen, vielleicht, seht ihr die? Ich glaube nicht. Aber eine Pfütze ist, wenn Wasser sich sammelt, ja, Wasser sammelt sich auf dem Boden vom Regen, Regenwasser sammelt sich auf dem Boden und das ist dann eine Pfütze, ja, eine Pfütze, P-F. Ütze, Pfütze. Und genau, und dann sind wir in die Pfützen gesprungen und es war alles gar nicht schlimm, dass wir nass werden, war nicht schlimm, war überhaupt nicht schlimm, weil wir ja Badehosen anhatten und sonst nichts. Und es war auch nicht kalt, weil es ein sehr warmer Tag ist
so wie heute, ja, also ich bin im Hemd und ich sitze hier am Fensterbrett, ja, ich sitze hier auf dem Fensterbrett, sitze am Fenster, ja, das ist das Fenster, ich sitze am Fenster und mir ist nicht kalt, ja, ich habe nur ein Hemd an, draußen regnet es und mir ist nicht kalt. Insofern ist es, ich finde das total toll. Also ich finde, viele Leute würden sagen, es ist schlechtes Wetter, aber ich finde, es ist fantastisches Wetter. Und ich hoffe, das war hilfreich, ich hoffe, das war inspirierend und ich hoffe, dass ihr jetzt auch vielleicht eine andere Perspektive, eine andere Sichtweise auf das Wetter habt. Und wie gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte bzw. unangemessene Kleidung. Auf Wiedersehen, bis morgen. Tschüss.